Peru News heute alles, was Sie über Peru wissen müssen. Sommer 2024, Lima würde bis März nächsten Jahres Temperaturen über 30 Grad aushalten. Der Sommer 2024 werde in Lima bis März mit Temperaturen über 30 Grad Celsius erwartet, warnt Senami. Die Hitzewelle wird im Januar und Februar intensiver sein und die aktuellen Bedingungen übertreffen. Obwohl die Hitzewelle offiziell am 21. Dezember beginnt, werden bereits hohe Temperaturen verzeichnet, insbesondere in Bezirken wie San Juan de Lurigancho, Puente Piedra und Caraballo, wo sie etwa 27 Grad Celsius erreichen. Der Trend geht dahin, dass die Temperatur in der Metropolregion Lima ab Anfang nächsten Jahres die 30-Grad-Marke übersteigt und bis Ende März anhält. Der Senamhi-Spezialist Yuri Escayadillo weist darauf hin, dass die Stadt aufgrund einer Hitzewelle ab Mitte Februar warme Bedingungen erleben wird. Diese Prognose kündigt einen besonders heißen Sommer an, der die nördliche und zentrale Küstenregion des Landes, einschließlich der Metropolregion Lima, betreffen wird. Bezüglich der Strahlungswerte wird vor einem Anstieg in den Kategorien hoch bis extrem hoch gewarnt, der bis zum nächsten Jahr anhalten wird. Mit der Ankunft des Sommers wird der Südpazifik-Antizyklon in Lima und Callao eine Wolkendecke und möglicherweise vereinzelten Nieselregen erzeugen, insbesondere in den frühen Morgenstunden bis Mittwoch, den 20. Dezember. Dieses Phänomen tritt aufgrund der Zunahme der Windgeschwindigkeit an der zentralen und nördlichen Küste des Landes auf. Escayadillo erklärt, dass der südpazifische Antizyklon, ein atmosphärisches System im Pazifischen Ozean, durch die Zirkulation der Passatwinde für trockene und kalte Luftbedingungen an der peruanischen Küste sorgt. Dieses Phänomen führt zum Auftrieb von kaltem Wasser an der Meeresoberfläche und moduliert die Tendenz zur Normalisierung der Küstenzone. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Lima im Jahr 2024 mit Temperaturen über 30 Grad Celsius bis März konfrontiert sein wird, wobei es im Januar und Februar zu einer intensiven Hitzewelle kommen wird. Der Anstieg der Strahlungswerte und das Vorhandensein des Südpazifik-Antizyklons werden die Wetterbedingungen beeinflussen, während vor dem offiziellen Beginn des Sommers mit Wolkendecke und möglicherweise vereinzeltem Nieselregen zu rechnen ist. Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar und abonnieren Sie uns, um weiter zu wachsen und uns in unseren sozialen Netzwerken, Facebook, YouTube, Instagram und TikTok zu folgen. Peru News Today. Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.